Schwalbos ist ein Pokémon mit den Typen Normal und Flug, er existiert seit der dritten Spielgeneration und entwickelt sich aus Schwalbini. Schwalbos ist ein mittelgroßes, schwalbenähnliches Pokémon, das hauptsächlich dunkelblau, dunkelrot und weiß auftritt. Gesicht, Füße, Brust sowie die Spitzen der Schwanzfedern sind aber dunkelrot, der Bauch färbt sich weiß genauso wie die Innenseite der Flügel und der Schnabel ist gelb, wobei das übrige Gefieder dementsprechend dunkelblau ist und eine V-förmige Linie dieser Farbe auf der Brust zu sehen ist. Schwalbos besitzt eine breite Erscheinung, welche sowohl für den Kopf als auch für den Körper gilt. Am Hinterkopf wachsen einige Federn, die einer Frisur ähneln. Die kleinen Augen im Gesicht sind stets halb geöffnet und setzen sich aus weißer Lederhaut und runden schwarzen weißen Pupillen zusammen. Der breite Schnabel ist etwas länger als bei der Vorentwicklung Schwalbini. An den Seiten wachsen die großen Flügel und die beiden langen Schwanzfedern sind zu erkennen. Dann steht Schwalbos auf zwei kurzen, kräftigen Beinen, die an den Zehen mit spitzen Krallen bewaffnet sind. Und in der Shiny-Form sind die sonst dunkelroten Körperregionen kräftig hellorange und die sonst dunkelblauen Bereiche grünlich-blau sowie etwas heller gefärbt. Schwalbos zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit sowie vergleichsweise hohe Körperkraft aus, ist jedoch eher zerbrechlich sein. Vor allem gibt es mit Flugattacken wie Schnabel, Aeroas oder Sturzflug oder normalen Attacken wie Notsituation zur Leibe. Sein hohes Tempo zeigt sich in Agilität sowie Ruckzuckhieb. Seine Fähigkeit Adrenalin sorgt dafür, dass seine Angriffskraft steigt, wenn es an einer Statusveränderung leidet. Wenige Exemplare besitzen die versteckte Fähigkeit Rauflust, die auf sein kompetitives Wesen anspielen und es ihm ermöglicht, auch Geister-Pokémon mit Normal- oder Kampfattacken zu attackieren, was normalerweise nicht möglich wäre. Schwalbos ist hauptsächlich in den warmen Gefilden der Hörnregion heimisch, Brust, bewaldete Regionen und offene, baumreiche Graslandschaften bevorzugt. Es genießt Wärme und ist fliegend stetig auf der Suche nach warmen Regionen. Auf der Suche nach Beute fliegt es ebenso ständig umher. Es gilt als sehr eleganter Flieger, hat es sein Opfer wahrgenommen, stößt es sich aus großer Höhe in steilem Winkel darauf und packt es mit seinen kräftigen Krallen. Es verfehlt seine Beute dabei so gut wie nie. Schwalbos gilt als sehr gewissenhaft bei der Pflege seines glänzenden Gefieders. Wenn mehrere Exemplare sich begegnen, putzen sie sich gegenseitig. Stehen ihre auffälligen Schwanzfedern aufrecht, ist das ein Anzeichen von guter Gesundheit. Dabei ist Schwalbos der zweite Teil einer zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Schwalbini auf Level 22 weiter. Die weißen Federn am Bauch, die roten auf der vorderen Oberseite und die blauen Federn am Rest des schwalbenähnlichen Körpers, welche die Hauptcharakteristika von Schwalbini darstellen, werden nach der Entwicklung beibehalten. Mit der Entwicklung wächst Schwalbini enorm und auch das Gewicht erhöht sich um mehr als das Achtfache. An Schwalbos Hinterkopf wächst ein Federkamm, die Flügel werden breiter und kräftiger und ermöglichen dem Pokémon wirkungsvolle Flugattacken. Durch diese Veränderung nimmt es die Züge eines Raubvogels an und wirkt anmutiger. Mit seiner Typenkombination aus Normal und Flug ist es immun gegen Boden- und Geistattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzen- und Käferattacken, doppelten Schaden gegen Elektro-, Eis- und Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.